Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, wir haben ein bisschen weihnachtlich dekoriert und ja, da durfte natürlich auch mein Hintergrund mal ein bisschen weihnachtlich aufgehübscht werden. Ich gehe mal kurz zur Seite. Ich finde es total großartig. Ich habe hier auch die Lichterkette integriert. Neben meiner Schneeflockenlichterkette ist jetzt auch noch die Lichterkette von der lieben Nasti mit dabei, die ich in ihrem Tauschpaket drin hatte. Und dann halt noch so ein paar kleine Accessoires. Und hier seht ihr dann auch noch die Karte, die ich jetzt erstmal so in der ganzen Weihnachtszeit hier auch gerne haben möchte. Ja, zu dem 24 gute Taten Adventskalender, dass ich da einfach immer wieder so ein bisschen drauf hinweisen kann. So. Genug gelabert. Ich habe heute einen kleinen Kosmetik-Verless-Haul für euch, wo ich Sachen drin habe, die ich nicht nur für mich geshoppt habe, sondern auch für euch, weil ja sehr, sehr bald eine sehr schöne große Verlosung vor der Tür steht. Und ja, dann noch für ein Tauschpaket, das auch demnächst kommen wird, mit einer ganz lieben YouTube-Kollegin. Ja, wenn du Bock drauf hast, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und ich habe Nikolaus da geshoppt. Da gab es auch diesen Nikolaus, den man im Shop suchen musste. Und ich habe ihn gefunden. Also den Nikolaus. Das ist dann ja irgendeine Überraschung. Und ich bin mega gespannt, was es sein wird. Ja, das eine oder andere war natürlich auch im Sale. Deswegen habe ich da auch zugeschlagen. Ich blende euch selbstverständlich wie immer die Preise mit ein. Dann könnt ihr auch mal schauen. So, hier ist das Paket. Nicht besonders klein für Kosmetik, würde ich mal so sagen. Ja, los geht's. Ach so, manche Sachen, die hier drin sind, sind auch für ein Weihnachtsgeschenk oder für mehrere Weihnachtsgeschenke vielmehr. Also nicht wundern, dass ich schon wieder so viele Paletten hier drin habe. Ja, es kommt wie immer sehr gut verpackt hier an. Fangen wir mal mit dem ersten großen an, was ich hier in meinen Händen halte. Und zwar habe ich von I Heart Makeup dieses riesengroße, richtig geile Holo Unicorn Dream Brushes Pinselset bestellt. Das ist wahnsinnig toll. Ich habe ja schon mal in einem meiner Videos, ich weiß gar nicht, wo ich damit hin soll. Oh Mann. In einem meiner Videos davon erzählt, dass ich unheimlich gerne so große Pinsel habe und mich dann schminke, wie so ein Künstler seine Leinwand schminkt. Vollmalt. Und ja, da musste das natürlich her. Ich habe im Online-Shop nicht gesehen, dass diese Stiele so lang sind. Und ich finde es mega geil, dass die so lang sind. Der Wahnsinn. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, das ist jetzt ein bisschen zerrissen, weil das oben mit dran geklebt hat an dieser Verpackungsgeschichte, an dem Klebeband, dass es ja den Adventskalender auf Cosmetic for Less gibt, wo du ja immer wieder jeden Tag schöne neue Angebote finden kannst und ja, Rabatte und schlag mich tot und jeden Tag kannst du ein Kläppchen öffnen und ja, kann ich euch nur empfehlen, schaue ich jeden Tag rein. So, dann packen wir mal zusammen aus. Es gibt ja auf Cosmetic for Less nicht nur die klassische Make-up Revolution Geschichte oder W7 oder W7, wie auch immer man das nennen mag, oder schlag mich tot, keine Ahnung, diese ne, Essence, diese relativ günstigen Marken, sondern es gibt auch BH Cosmetics da drin. Und da habe ich hier diese Palette geholt. Das ist die Palette Wild Child. So sieht die Palette aus. Du hast hier 9 gebackene Lidschatten, hier oben einen großen Spiegel drin, wie das bei BH Cosmetics immer so ist. Ich halte euch die mal ein bisschen näher dran. Und ja, da seht ihr, das sind wirklich sehr, 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 sehr geile Töne. Und ja, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, die zu verwenden, falls ich sie für mich verwende. Mal gucken. Aber ich finde sie richtig schön. Das ist eine schöne Pappverpackung und ja, gefällt mir. Von W7 habe ich hier eine Highlighter-Palette, Prismatic 3D Highlighting Palette for Eyes and Face. Fand ich von der Optik richtig, richtig interessant. Das ist mal was Neues. Das ist eine dreieckige Palette und keine viereckige. Und man kann sie aufklappen, hat keinen Spiegel mit dabei und hat dann 4 richtig coole Highlighter. Und da bin ich auch mal gespannt drauf, wie die so von der Pigmentierung her sind. Aber wie gesagt, ich werde hier heute nichts swatchen, weil ich tatsächlich ja auch einiges davon weitergeben werde. Und da möchte ich dann nicht so gerne mit dem Finger reindatschen. Als nächstes habe ich hier noch eine Highlighter-Palette drin, und zwar von Essence. Das ist die Gimme Gimme Glow Highlighter-Palette. Und die hat eine ziemlich coole Oberfläche. Sie hat keinen Spiegel drin, aber dafür
diese extrem heftig geile Auswahl an richtig vielen verschiedenen Highlightern, die ich unfassbar schön finde. Also die glänzen wie der Wahnsinn. Guckt euch das an. You glow, girl. Steht hinten drauf, kann ich nichts für, so heißt das nun mal. Die Highlighter-Palette mit 8 atemberaubenden Tönen für einen perfekten Glow. Super weiche Textur, hohe Farbabgabe. Aber ich bin so gespannt, die mal auszuprobieren oder ausprobieren zu lassen. Richtig geil. Und dieses hier vorne drauf, da will ich die ganze Zeit dran fassen. Damit rumspielen. Als nächstes habe ich einen Klassiker und zwar von Essence das All About Matt Puder. Ja, das habe ich auch enorm in Verwendung und ich liebe es. Ich finde es total super. Das ist halt dieses ja, Fixierpuder, ne? Womit du einfach dein Gesicht fixieren kannst und das hält. Und sieht gut aus und du bist nicht weiß damit. Also man mag es vielleicht denken, aber man ist nicht weiß damit. Und es ist einfach unfassbar günstig, ne? Muss man wirklich sagen. Ja, ein tolles Produkt. In meinem letzten Aufgebraucht-Video habe ich euch ja erzählt, dass mir leider mein geliebter Augenbrauenstift leer gegangen ist. Und zwar war das der hier von Catrice. Der Slimmatic heißt der. Slimmatic Ultra Precise. Jo, so heißt der. Der hat einen ziemlich super krass guten Spoolie hier oben dran, den ich liebe. Und ja, hier am Ende, das ist natürlich auch wirklich ultra präzise. Damit kann ich sehr gut arbeiten und es passt einfach. Ne? Der, den ich jetzt von Essence in Verwendung hatte, war mir einfach viel zu dunkel. Und ja, deswegen freue ich mich, dass ich mir den wieder kaufen konnte und ich liebe ihn einfach. Dafür, dass ich damals nie meine Augenbrauen gemacht habe, mag ich es jetzt umso mehr. Tja. Als nächstes ist hier ein ziemlich witziges Produkt drin und zwar ist das von Essence, die Big Eyeshadow Palette. I just wanna have fun. Und das hier, diese Augen sind uneben. Die stehen richtig ab. Wie wahnsinnig geil ist das denn? Ja, sieht ziemlich cool aus. Und jetzt gucken wir uns die mal von innen an. Deine Augen wollen Spaß haben mit dieser Palette und ihren 28 Lidschatten in matten, schimmernden und irisierenden Texturen werden sie es garantiert haben. In der Farbe 01 Get Your Freak On. Get Your Freak On, okay. Ja, hier ist ein Plastikaufleger drauf. I just wanna have fun. Hier ist ein wirklich angenehm großer Spiegel und 28 wunderschöne Lidschattenfarben. Mit denen kannst du wirklich Millionen Looks schminken. Richtig cool. Da sind matte, da sind schimmernde. Irisierend, keine Ahnung, was das heißt. Ja, finde ich mega schön, gefällt mir richtig gut und das ist mal eine ordentliche Palette, würde ich sagen. Ja, das ist der Wahnsinn. Mir gefällt es, dass hier das Case in matt schwarz ist, hier außen drum zu. Dann hast du hier diesen Spiegel, der wirklich gut ist. Und ey, ganz im Ernst, wie wunderschön sieht das bitte aus und die Augen wackeln, ne? Oh mein Gott, das ist geil. Als nächstes habe ich von BH Cosmetics einen Floral Blush bestellt. Und zwar ist das eine Duo Cheek Color. Ja, also das gucken wir uns gleich auch nochmal von innen an. Ich bin ganz gespannt, wie das dann wirklich in echt aussieht. Also im Shop hat mir das so richtig gut gefallen. Genau. So, dann haben wir hier die Umverpackung. Wieder diese ganz klassische, die man so hat. Und ja, hier hast du ein Spiegelchen drin. Und hier hast du wirklich so ein Duo-Blush. Das ist halt in so einer Blumenform, ne? Ist halt Floral Blush. Und dann hast du außen so einen etwas pinkigen Ton. Schön, dass ich mir das selber zeige. Dann hast du außen einen etwas pinkigen Ton und hier einen etwas dunkleren. Richtig geil. Gefällt mir. Als nächstes habe ich von iHeartMakeup einen Lippenstift bestellt. Und zwar ist das so ein Lip Geek in der Farbe Happy Girl. Happy Girl ist toll. Ich weiß nicht, wenn Lippenstifte oder Produkte schöne Namen haben, dann will ich die haben. Das finde ich toll. Und es ist einfach pink. Es ist wunderschön, oder? Mir gefällt es richtig gut. Und das ist halt eine schöne Farbe. Ich finde es cool. Ja, und deswegen habe ich ihn mitbestellt.
Als nächstes habe ich von Makeup Revolution einen Lippenstift mitbestellt. Kann ich jetzt nicht öffnen, weil er in so einer Plastikumverpackung ist. Der ist eingeschweißt. Das ist Live on the Dance Floor, glaube ich. Genau. Live on the Dance Floor Sparkles Lipstick in der Farbe Funk You. Das ist die Farbe. Ein sehr, sehr, sehr schönes, fast rostiges Rot. Gefällt mir richtig gut. Ich bin ja ein Fan von roten Lippenstiften, ne? Es wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Ja, und deswegen durfte der auch mit. So, zu guter Letzt kommen wir jetzt mal zu den beiden Sachen, die gratis mit dabei waren. Zum einen bekommst du ja, wenn du einen gewissen Bestellwert erreichst, immer irgendwie ein gratis Geschenk dazu, was du dir aussuchen kannst und dann in den Warenkorb legen kannst. Ich habe mich hier dann für die Revolution Kami Palette entschieden. So sieht die aus. Die ist jetzt halt noch eingeschweißt und hier hinten siehst du die Farben. Also das ist eine schöne Farbrange, finde ich. Relativ dunkel und auch mal so ein bisschen in diesen lila-blauen Bereich, weil das habe ich jetzt so noch nicht wirklich bei mir ausprobiert, weil ich bislang noch nicht so ganz gefunden habe, dass das mir so steht. Aber ich habe mich auch ehrlich gesagt noch gar nicht richtig dran getraut. Deswegen habe ich mir gedacht, wäre das gar nicht so verkehrt, diese Palette einmal mitzunehmen. Und ja, das ist die Farbe, das ist die Palette Kiss of Fire. Da steht es auch drauf. Auch das fand ich ziemlich charmant und deswegen durfte die auch gerne mitkommen. So, und jetzt habe ich hier die beiden Sachen, die ich quasi als Nikolaus-Überraschung dann ja drin hatte. Ja, das sind zwei Sachen. Einmal ist das hier so eine Testgröße von der Love Mascara, worauf ich mich mega freue und worüber ich mich auch mega freue, weil ich die dann in meinem nächsten Mascara-Testvideo oder in einem meiner nächsten Mascara-Testvideos verwenden kann. Das ist die Love Rose Sculpting Volume Mascara. Richtig toll, freut mich, mega. Und hier habe ich eine Lidschattenpalette drin. Diese Palette habe ich tatsächlich schon und ich finde sie richtig gut. Das ist die Unicorn Love Eyeshadow Palette von iHeart Makeup. Ja, somit kennt ihr schon mal eins der Produkte, was definitiv in der Verlosung auch mit drin sein wird. Denn ja, ich habe sie schon, was soll ich mit zweien davon? Und ich finde sie mega schön. Nicht nur von der Verpackung her, weil sie einfach schön flauschig ist und hier dieses wunderschöne Herz mit drauf hat, sondern weil die Farben auch gut sind. Das ist eine schöne Farbrange, wenn ihr das mal euch anschaut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und die haben eine super Pigmentierung. Nicht zu stark und nicht zu wenig. Genau, nicht zu viel und nicht zu wenig. So kann man super mitarbeiten, lassen sich schön verblenden. Ich mag sie auf jeden Fall. Und deswegen freue ich mich, dass sie mit in diesem Nikolaus-Paket mit drin war. Und deswegen auf jeden Fall an einen von euch verlost werden wird, sobald meine 2000 Abonnenten-Verlosung starten wird. Aber das wird noch ein ganz kleines bisschen dauern, weil ich noch auf die eine oder andere Bestellung warte, wo noch ein bisschen was mit drin ist. Und weil ich auch noch gar nicht 2000 Abonnenten habe. Nicht zu früh freuen, Claudi. Ja, so, ihr Lieben, das war jetzt mein kleiner, aber feiner Kosmetik-Verless-Haul. Ich habe nicht allzu sehr übertrieben. Ich hatte ja schon einige Anlässe. Weihnachtsgeschenk, Tauschpaket, Verlosung und ein bisschen Neugierde über das Nikolauspaket und ja, Neugierde über neue Produkte. Das muss man nun mal haben, wenn man dieses Hobby hat, würde ich mal so ganz grob behaupten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Ciao!